wenigen Monaten zieht ein neues Ameisenvolk in das Tropenaquarium ein. Das ist unsere Ameisenhaltung, wo wir jetzt aktuell unsere Blattschneiderameisen, unser Volk zwischengeparkt haben. Das heißt, wir haben letztes Jahr ein neues Volk bekommen und es musste jetzt erstmal ein bisschen wachsen. Der Pilz musste sich hier etablieren. Das ist jetzt alles fertig und heute ist der Tag, wo wir eben dann die Ameisen umsetzen können. Für den Transport sichern die Tierpfleger die Acrylzylinder und den Glaskasten mit Klebeband. Um einen reibungslosen Umzug zu gewährleisten, zerlegen sie die komplette Anlage in ihre Einzelteile und verstopfen die Öffnungen mit Papier, damit die Ameisen nicht flüchten können. Dann fahren sie vorsichtig in einem Bollerwagen durch die dunklen Gänge des Tropenaquariums. Am zukünftigen unterirdischen Standort angekommen, werden die neuen Räumlichkeiten erst einmal begutachtet. Jetzt müssen die Tierpfleger die verschiedenen Behälter der Ameisenkolonie so umbauen, dass sie optimal auf die vorhandenen Halterungen passen. Mit Einfallsreichtum und handwerklichem Geschick ist die Kolonie von einer Reihenhaussiedlung schnell in ein mehrstöckiges Familienhaus umgebaut. Wir haben jetzt hier unser Ameisensystem soweit zusammengebastelt, wie es jetzt erstmal sein soll. Das heißt also, wir haben hier unsere große Pilzkammer. Das, was der Besucher also auch anschließend sehen wird, wo er das Wachstum des Ameisenvolks und des Pilzes eben mitverfolgen kann. Dann haben wir hier weitere Pilzkammern. Auf der linken Seite hier haben wir die Abfallkammer. Das ist also der ganze Schrott, den die Ameisen raustragen, also kaputter Pilz, tote Ameisen, Blätter, die nicht verwendbar sind, was auch immer, wird von den Ameisen hier in diese Kammer reingetragen. Die Arbeit hinter den Kulissen ist beendet. Hagenbeck-Handwerker Kai Schuhknecht kann das Sichtfenster öffnen. Gebannt wird die neue Ameisenkolonie begutachtet, während die ersten Kundschafter bereits auf dem Weg sind, neue Futterquellen zu erschließen. Das Neue ist, dass die Ameisen jetzt einen viel weiteren Weg machen müssen. Da der Ameisenpilz ja normalerweise eben auch unterirdisch ist, haben wir hier es ist so ein bisschen erzeugt, dass der Besucher von oben aus der Tropenhalle in den Stollengang bis nach hier unten unter die Erde mit den Ameisen läuft bis zum Pilz. Der Pilzanbau erfolgt ab sofort über diese neue Fließbandkolonie, in der die Vielzahl der Arbeitsschritte von einer speziellen Kaste der Ameisen ausgeführt wird. Die Kundschafter sind die ersten, die sich auf den Weg machen und eine feine Duftspur hinterlassen, an der sich die nachfolgenden Blattschneider und Sammler orientieren. Emsig erkundigen sie nun das lange Tunnelsystem bis zu der noch leeren Futterkammer am Eingang des Stollens. Selbst die benachbarten Nilkrokodile scheinen gespannt auf die Ankunft des ersten Kundschafters zu warten. Doch zuvor wird die Futterquelle neu bestückt. Jetzt, in der kalten Jahreszeit, stehen nur giftige Ligusterzweige zur Verfügung. Doch da die Ameisen den Liguster nicht fressen, sondern nur ihren Pilz damit füttern, macht ihnen das Gift nichts aus. Zum Schluss verraten uns die Tierpfleger noch ihr Geheimnis, warum die Ameisen den offenen Glaszylinder nicht verlassen. Ja, das ist ein super interessanter Trick. Die Ameisen mögen kein Paraffinöl. Und das ist also so wie so ein Bandkreis, den wir für die Ameisen einmal jetzt hier rumgezogen haben. Und das ist nicht schädlich für die oder so, sondern sorgt einfach nur dafür, dass wir sie da halten, wo wir das gerne möchten. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die ersten Kundschafter ihren Weg zu diesen Zweigen gefunden und den Ernährungskreis ihrer Kolonie wieder geschlossen haben.